So, und da sind wir wieder zurück bei God of War. Also, wie immer noch immer ein Live-Let's Play. Gut, in den letzten paar Malen, Folgen und so weiter und so fort haben wir hier ordentlich Punkte geholt. Das heißt, wir sind jetzt Stufe 7 und das heißt, Valkyren jagen. Hier haben wir eine Valkyre, da haben wir eine Valkyre. Aber etwas, was mir noch wichtig ist, ist, hier hinten haben wir noch ein mystisches Tor. Hier ist unser Zuhause. Da haben wir tatsächlich noch eine Mission. Und mir geht es darum, dass wir da noch kurz nach hinten gehen. Denn. Warte mal kurz, kann ich das überhaupt? Nein, ich kann irgendwo anders hin. Ich darf nur in die Zwischenwelt. Ich kann nur die Mission weitermachen. Na gut, dann machen wir das halt. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Na gut, machen wir das zuerst. Wir haben keine Wahl. Ihr ist Thiel über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Das ist unglaublich! Ich dachte, da wäre eine Brücke! Okay. Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tieres kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Oh Mann, warte, ich muss die noch lösen, sehe ich gerade. Die Mission noch kurz zum Tagebuch. Nehmen wir raus. Das machen wir ein anderes Mal, dass wir die Welten da noch öffnen. Ich brauche dafür so oder so noch so einen Stein, den ich noch nicht habe. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh, scheiße. Oh nein, das ist wirklich schlimm. Hinter dir, Bruder! Boah, ich das Gefühl, das bringt nichts. Hinter dir! Hinter dir! Vorsicht!
vorbei ist. Wo sind wir jetzt? Oh, das ist Alfheim. Ich hab's verstanden. Es schickt uns durch die Welten. Totenreich? Oh nein, sind wir wieder ein Heer? Ja. Oh je, da kommen sie. Okay. Ja, das Feuergebiet noch nicht. Muspelheim. Gar nicht gut. Muspelheim. Rechte Seite, Bruder! Shit. Bruder und Troll gleichzeitig. Nicht wirklich gerecht. Das war knapp. Der Junge hat mir einen Stein zugeworfen. Wow. Ja, das sind die Chaosklingen. Rückkehr 2 um, einmal erst neben dem zweiten Dress. Ein schützender Hieb, der alle Gegner im Umkreis trifft, ne? Ja, aber wo sind wir?
Jotunheim wahrscheinlich. Es würde am meisten Sinn machen. Es wirkt wie ein Tor, das durch alle Zeiten reist. Alfheim. Dann die Hölle. Hellheim. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Muspelheim. Und wohin jetzt? Wohin jetzt? Wird sich vielleicht hier vorne raus? Ah. Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschalen anzünden und sehen, was geschieht. Noch ein Name. Göndul! Als dienten sie als Gedenkstätte für die Walküren. Ja, so scheint es. Wenn man dich rausklingt kriegt, das dauert ein Momentchen, einfach die Story durchspielen. Ich werde das Gefühl nicht los. Falsch abgebogen, Bruder. Die Weltenreisekammer ist ganz oben. Weiß schon. Wir haben vor der Abreise vielleicht noch ein paar Dinge zu erledigen. Wer weiß, wie lange wir weg sind. Auch gut. Das ist der richtige Ansatz. Ja, das ist der richtige Ansatz. So. Wir wissen nicht, wie lange wir weg sind, also. Also ich kann da nicht nach hinten reißen. Ihr könnt ihr nicht reißen. Noch nicht? Das heißt hier noch nicht. Ich werde doch wohl. Ah, eben. Ich wollte schon sagen. Also wahrscheinlich nicht aus dem Stand. Ich denke nicht, dass ich aus dem Stand hinreisen kann. Aber durch die Tore schon. Oh Mann, der Turm hat den Eintrachtstein gefressen, oder? Ich wollte doch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Weil sie auch so gefallen hat. Gefallen. So, also. Die Hexe, die Stufe 8 war, wo wir damals, die wir damals nicht töten konnten. Oh, das ging schnell. What the fuck? War das alles?
reine Essenz der Welt. Okay. Und Weltenstaub. Durch deine kleine Menge konstante Gesundheitsregeneration maximal 5. Aber wenn das mal nicht schön ist. Das hat sich gelohnt. Wo ist das Neue? Es geht ein bisschen rund, aber das ist nicht schlimm. Ich habe 3 Teile, habe ich nämlich auf der Rüstung. Und Atreus, komm her. Ja, unten waren wir schon. 3 Teile habe ich auf der Rüstung. Von daher passt das schon. So, zum Kompass hinzufügen. Valkyren jagen ist jetzt mein Ziel. So. Ich bin natürlich nicht mehr angezeigt hier, aber etwa da war es, ne? Ich denke, dass wir sogar perfekt hinkommen. Und die andere war nebendran. Und in Muspelheim hatten wir danach nochmal eine. Die war aber ziemlich mächtig. Ich weiß nicht, ob ich die noch knacken kann. Laufen, 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 laufen. Also die Fähigkeit wurde wiederhergestellt. Für die schöne Valkyrie machen wir uns kurz die Haare schick, so. Let's go. Mach dich bereit. So stark gerade. Und
Freiheit! Der Fluch ist gebannt! Ist das ein schöner Tag! Die ist ja noch lauter als die letzte. Werteste, bitte sag uns, wieso hast du diese körperliche Gestalt und bekämpfst uns? Ich weiß es nicht. Die Seele einer Walküre verdirbt in körperlicher Gestalt. Wir gehören in die Geisterwelt und dorthin entschwinde ich nun. Lebt wohl! Tja, das ist jetzt die dritte, die wir haben. Wir holen uns nachher noch die vierte. Dann die in Muspelheim. Ich habe das Gefühl, also, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, aber als wir das letzte Mal hier waren, mein Gott, ne? Mir gemacht. Aber wer? Und warum? Ja, Odin da. Logisch. Ich spekuliere nur ungern. Du weißt etwas. Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Kopf. Sigrun, Königin der Walküren. Sie wäre dazu fähig. Als ich sie zuletzt sah, hatte sie selbst eine körperliche Gestalt. Sie kam zu mir, lange nachdem Odin mich gefangen genommen hatte. Warum? Ja, wir hatten eine Vorgeschichte, könnte man so sagen. Im romantischen Sinn? Ach, Junge, du lässt mich erröten. Glaube ich. Kann ich erröten? Erst jagen wir diese Kreaturen, jetzt deine ehemalige Geliebte. Solche Ablenkung brauchen wir nicht. Es ist mehr als eine Ablenkung. Vater, das sind Walküren. Sie verhindern, dass die toten Midgard überrennen. Dann verstehen sie ihr Handwerk nicht. Es ist nicht ihre Schuld. Jemand hat sie verändert. Von ihrer Pflicht abgehalten. Die Königin? Ja, ich bin nicht sicher. Wir sollten noch mehr befragen. Sofern diese Ablenkung gebilligt wird. Ja, er hat schon recht, Mann. Er hat schon recht. Wir sind... Mein Gott, was ist los? Er hat schon recht. Ich meine... Was will er machen? Dann kann er auch nicht viel dafür. So, Abklingzeit 5. Moderate Bonusaktion ist mal kurz ein Schub von Runenkraftstärke und Abwehr bei jedem erfolgreichen Treffer. Das ist natürlich ziemlich stark. Das Problem ist halt nur, es geht hier ein bisschen Abklingzeit runter. Dafür ist die Fähigkeit ziemlich gut. Solange wir Stufe 7 bleiben, macht das ja nicht so viel, ne? Gut, also, jetzt hatten wir hier oben noch eine. Ich gehe stark davon aus, dass wir von hier aus gehen und nicht von hier aus, oder? Wenn nicht, können wir einfach rüber switchen. Aber die war jetzt, die war echt einfach, Mann. Die war jetzt echt einfach. Ich habe hier fast gar keinen Schaden gekriegt. Also, als ich gegen andere Walküren gekämpft habe, war ich ja fast One-Hit. Sobald ich einen Treffer abgekriegt habe, habe ich ja brutal viel Schaden gefressen. Und jetzt irgendwie ist ein Kinderspiel. Nein, wir sind hier falsch. Es ist eben gerade auf der anderen Seite. Ärgerlich. Wieder durchrennen.